Scheiße. Die Sommertage, die Sonne schien so warm. Okay. Und du scheiße, nein. Okay. Verdammt! Hi, Tina! Im hellen Sonnenlicht, wir lagen nur da. Es ist mir völlig egal, was dieser Idiot von Staatsanwalt sagt. Vor Gericht hat sie immer die Hosen runter von Sony und den nackten Arsch mit bloßen Händen. Ja, ja, machen Sie mal keine Sorgen, da boxen Sie raus. Da bin ich ganz brutal. Ja, ja. Mein Studienplan ist angekommen. Hab mal reingeschaut. Sieht ja ganz gut aus, hm? Scheint jetzt auf dem rechten Weg zu sein, Junge. Danke. Hast du geraucht? Nein, das ist der Schal. Hätte ich waschen sollen. Du weißt, wenn man einmal abrutscht. Das ist das Ende vorprogrammiert, ich weiß, Papa. Ganz genau, Junge, rechts und rechts. Papa, kann ich das Auto haben? Kein Problem, was hast du vor? Nichts Besonderes. Ein paar Freunde treffen, das letzte Mal feiern gehen. Übertreibst du nicht, Junge? Mach ich doch nie. Mit wem gehst du weg? Dennis Schulz. Und Tim Budelski. Warum hast du überhaupt nicht begriffen? Dieser Dennis, er kommt ja aus einer guten Familie, okay? Aber dieser Tim, das ist ein russischer kleinkrimineller Asozialer. Tim hat sich geändert. Entschuldige bitte, wer hat ihn damals in diese Drogengeschichte in der Schule reingezogen, hm? Hätte ich dich ja nicht rausgehauen, hätte sein Jurastudium an den Nagel hängen können. Ja, ich weiß. Aber Tim hat sich wirklich geändert. Ehrlich. Hallo, ich rede mit dir! Ja, gleich. Wechsel den Ball bitte. Mein Gott, ey. Sonntagabend will ich wieder hier haben, ist klar? Sonntagabend geht nicht. Wie Sonntagabend geht nicht? Weil wir einen Pokerabend haben. Ein Pokerabend? Ach so. So nennt man das jetzt also, wenn Bitches rumhängt oder was? Kannst du damit aufhören? Halt dein Maul. Ich muss los, Schatz. Hä, aber du hast gesagt gleich! Wo ist mein Hemd? Weißt du dich doch nicht im Keller oder was? Verpiss dich, Mann! Arschloch! Scheiße! Sie sind durchgefallen. Was? Sie haben das Abitur nicht bestanden. Sie müssen wiederholen. Aber warum das denn nicht? Ich finde, ich habe das ziemlich gut gemacht. Also das, was Sie gerade vorgetragen haben, ist nun wirklich nicht das, was von Ihnen erwartet wird. Auf keinen Fall. Sie sollten erklären, wie eine Eizelle befruchtet wird und wie sich aus dieser Zelle ein Lebewesen entwickelt. Die Antwort mit Sperma ist für eine mündliche Abiturprüfung nicht ausreichend. Nein, nicht ganz. Aber ich habe doch recht. Und ich bin kein Gynäkologe, also. Immerhin kennen Sie das Wort. Aber wir haben im Unterricht deutlich mehr besprochen. Sie müssten es nächstes Jahr nochmal probieren und sich dann besser vorbereiten. Viel besser. Was? Noch ein Jahr? Sie wollen doch das Abitur. Oder? Ja, schon, aber... Dann müssen Sie wiederholen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Viel Glück. Viel Glück. Danke. Hey Dennis! Hi Anna! Sag mal, hast du Lust, zu meinem Abschlussball zu kommen? Abschlussball? Ja klar, wann ist der denn? Morgen Abend. Ja klar, natürlich. Ich meine, ich muss mal schauen, ich habe ohne Ende Sachen am Start, du kennst das, ne?
Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich muss los. Vielleicht sehen wir uns am Morgen. Ja. Vielleicht bis morgen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Krieger, 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 Krieger. Richtig stolz, ne? Kopf nach oben. Ja, ja. Klatsch. Klatsch. Nach oben. Klatsch. Dennis, Freddy. Meine Brüder, Mann. Alles klar. Was denn los? Was geht ab? Ja, was war das denn gerade? Das, ja. Das Tanzen? Ja. Ey, Mann, das war die Krieger-Choreo. Was? Das ist die beste Tanzchoreografie, die die westliche Welt jemals gesehen hat. Geht richtig ab! Ey, ihr werdet sehen, die müsst ihr heute Abend auch können, ne? Ja, mal gucken. Warum heißt sie Krieger-Choreo? Weil ich sie so genannt habe, du Nase. Oh. Ey, Abdullah, lass mich mal ziehen. So, Freunde, Augenblick der Entscheidung. Wir haben monatelang gespart und nun... Jetzt macht das schon auf. Ja, ja. So. Freddy, zähl mal. Mit 150, 250. Ey, wer hat denn da eine Rechnung für Haarspray reingepackt? Oh, das ist meine. 230, 330, 450, 550. Und hier müssen noch 25,25 Euro an Kleingeld sein. Oh, fett, das dürfte reichen, ne? Das wird auf jeden Fall reichen. Nee, wenn nicht. Ich habe das Hotel schon vor einem Monat gebucht. Das wird das krasseste Wochenende überhaupt. Unser letztes gemeinsames, Jungs. Ja. Falsch. Das wird unser letztes gemeinsames, überkrasseste Wochenende aller Zeiten. Buja! Und womit fangen wir an? Muy sexy, muy loca. Ich habe mein Zweithemd in der Bar liegen lassen. Ey, das holen wir jetzt aber nicht mehr. Wir haben auch keins dabei und außerdem nach einer Stunde in der Bude klingt das sowieso ohne Ende. Hä? Warum gehst du da eigentlich andauernd hin? Du bist doch gar kein Türke. Nicht mal Südländer. Vielleicht, weil es da mega geil ist. Sag mal, schmeißt ihr eine Party oder so? Warum? Ach so. Nee, das ist nur zum Vorglühen. Cool. Ich war noch nie in einem Hotel. Wow. Tim, Alter. Eigentlich am Arsch ist das geil. Ja, ich mach doch keine halben Sachen. Fett. Was ist das denn für eine Scheiße? War nur Spaß, das ist voll geil. Ist doch keine Jugendherberge eher. Nee, das ist es echt nicht. Ich nehme das Einzelzimmer. Nee, ich nehme das Einzelzimmer. Ich hab's zuerst gesagt. Ja, ich hab die Zimmer gebucht hier. Aber ich hab's zuerst gesagt. Ja, scheiß drauf, was du gesagt hast. Ich hab's gebucht. Mit meinem Geld. Unserem Geld. Also wird alles geteilt? Ja. Ja. Ey, Leute. Da ist sogar ein Fernseher im Badezimmer. Fett. Schnick, schnack, schnack. Okay, eine Runde. Ohne Brunnen. Okay. Warte. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Papier wickelt Stein. Komm, was denn? Nochmal. Ich konnte mich eben nicht konzentrieren. Komm nochmal. Letzte Mal. Schnick, schnack, schnuck. Ah! Hey, du zeigst wieder Papier. Das zählt nicht. Nochmal, Schiebung. Weil du was Stein zeigst. Okay, jetzt nochmal. Okay. Also, warte. Okay. Okay. Ja, komm. Jetzt aber. Ja, was? Schnick, schnack, schnuck. Ey, du hast dreimal Papier gezeigt, das geht gar nicht. Warum nicht? Du hast einen Stein gezeigt. Eins, zwei, drei. Ey, Leute, hier sind drei Fernseher in zwei Zimmern. Also, ich bin auf jeden Fall hier.
Ja, ich auch. Der Spaß hier im Einzelzimmer. Dreimal Scheid. Egal, machen wir uns jetzt für die Party bereit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Trinken, trink jeden, der sagt, ich trink nie wieder und danach wieder trink. Jeden bei den nach drei Schlücken fast der Wodka leer ist. Jeden, der mit Alk am Steuer von den Cops gecasht wird. Für die vergessene Jugend, die uns noch immer nicht vergisst. Jeden Kiosk, der Alk am Minderjährige vertickt. Für jeden, der sich gerade sagt, dass es das letzte Mal ist. Und für jeden ohne Kohle auf der Flatrate-Party. Für alle Kids, die zum ersten Mal Vermischbier haben. Für jeden Opfer, der noch gerade an sein Whisky-Glas hängt. Für jeden Juppie mit Moe im Champagnerglas. Für jeden Penner mit nem Ötti auf der Bank im Park. Wir haben nicht mehr viel Zeit, hebt ein Glas hier zu, damit wir was erleben und sich dieser Abend lohnt. Also sag ich Prost und jetzt wird Krach gemacht. Komm, wir fliegen um die ganze Stadt. Komm, wir fliegen um die ganze Stadt, yeah. Komm, wir fliegen um die ganze Stadt. Komm, komm, wir fliegen um die ganze Stadt. Komm, wir fliegen um die ganze Stadt. Na? Na? Ready to go? Denke schon. Nee. Was ist los, Mann? Ich weiß nicht. Hau raus. Es ist nur... Ey, das ist unser letztes gemeinsames Wochenende. Ja, wir haben in den letzten Jahren so viel erlebt und so viel Scheiße gebaut. Das toppen wir heute und morgen noch. Ach, ich weiß nicht. Ihr beide seid in den letzten Jahren irgendwie so viel cooler geworden und ich nicht. Wieso? Du musst bald Wodka trinken, nicht mehr, Ryan. Und du siehst nicht mehr aus wie Prinz Eisenherz. Ja, ich weiß nicht. Ihr habt mittlerweile beide Freundinnen und ja, ich nicht. Single sein ist doch geil. Das geht, ne? Und bei meinem ersten Mal war ich so betrunken, dass ich mich kaum daran erinnern kann. Das war eine Bombenaktion. Oh ja. Ach, ich weiß nicht. Alter, du machst das schon. Wenn nicht, lass mir so richtig die Sau raus. Volles Programm. Wäre doch gelacht, wenn wir deine Traumfrau nicht noch dieses Wochenende finden. Ja? Und sonst? Haben wir mal noch uns. Also? Und Dennis, mit der Krieger-Choreo machst du eh jede klar. Ach, hör mal auf mit deiner scheiß Krieger-Choreo. Ey, glaub mir. Und? Gehen wir jetzt in den Club? Auf jeden Fall. Ja, dann auf eine geile Nacht, Jungs, ey. Drei kurze bitte. Sambuca. Nur für dich, Dennis. Ja, danke. Auf uns. Auf uns. Auf uns. Tipp, hast du dich da deine Ex-Freundin eingefingert? Zart beim Nadel. Ja. Das geht euch gar nichts an. Was? Dennis, zu Frauen kannst du gar nicht sagen. Ja, ja. Dennis, wie ist mit der da? Was, die? Wie alt soll die bitte sein? 12? 11. Nee, ich bin kein Kinderschänder. Bist du nicht? Nee. Ey, ich finde hier garantiert was in meiner Altersklasse, okay? Okay. Ja, dann leg mal los, Bro. Viel Spaß. Hey, na? Ich bin Dennis. Hi. Und wie heißt du? Du kannst mir lieber was zu trinken holen gehen.
cooler Name. Hatte ich sowieso vor. Bis gleich. Hey. Ich hätte gerne zweimal irgendwas, was Frauen trinken. Ach du Scheiße. Und wo ist der ganze andere Rest, der früher hässlich war? Menschen verändern sich halt. Ja, aber doch nicht erstens, wenn wir nicht mehr zusammen sind und zweitens, wenn ich eine neue habe. Das ist doch unfair. Was soll ich denn jetzt machen, Freddy? Tief durchatmen. Ja, du siehst doch auch, wie sie aussieht. Ja. Freddy? Ich bin auch verletzlich. Hä? Das ist doch unfair! Was ist unfair? Ja, Nadine, das ist ja eine Überraschung. Ja, das Fußballspiel heute Mittag, das war echt nicht so geil. Ich hab dich ewig nicht gesehen, was machst du so? Ja, ich dich auch nicht. Hast dich verändert? Ja, man verändert sich eben mit der Zeit. Ja, hat Freddy auch gesagt. Aber ist doch gut, ich meine. Sieht gut aus. Okay, sieht ganz okay aus. Bist du betrunken? Nein. Ja. Ich bin total betrunken. Es hat keinen Sinn mehr mit mir zu sprechen. Ich hab morgen eh alles vergessen, echt. Voll schade. Ich werde morgen nicht mal wissen, dass wir uns gesehen haben. Echt mies. Ich nehme mir gleich ein Taxi. Ist das süß, genau wie früher. Ja. Ich hab dir so viel zu erzählen. Wie die Zeit vergeht. Ja, krass, oder? Darf ich dich kurz entführen? Bin hier oben? Ja, klar. Klasse. Hey, da bin ich wieder. Ich seh's. Ich hab die Getränke. Ich bin nicht blind. Wenn du das sagst. Danke. Was ist das? Gibt's das auch für Männer? Wieso? Sie ist doch kein Mann. Ja, aber du magst einen auch nicht, oder? Witzig. Versuchst du sie etwa gerade anzumachen, oder was? Geht dich das was an? Kennst du die Pfeife da etwa? Ach du Scheiße, nein. Er sollte mir nur ein ausgeben. Weißt du was, Dennis? Geh einfach mal puff, da kommt wenigstens was bei rum, wenn er Geld verschwenden will, ja? Guten Durst! Und dann hatten wir eine riesen Makrele am Haken. Das war der Hammerpreis. Enrico ist auch hier, der blöde Fixer. Ach, scheiß auf den. Das ist... Manfred, mein Name. Ich habe die Ehre, mein Junge. Konntest du mir aber auch Money nennen. Jo. Kommst du aus Hamburg? Nee. Ich bin echter Dortmunder Junge, direkt aus Pott. Wieso kommst du aus Hamburg? Nein. Also, Manni hat uns morgen auf seine Party eingeladen. Ach echt? Ja, ich hab sogar einen Pool. Ein Pool? Toll. Das ist die absolute Muggeligkeit, mir die ganzen Badenixen, die ich eingeladen habe. Oh, das Erdinger. Super, super witzig. Ja. Machst du noch eins? Jetzt kommt. Das Erdinger, das ist das beste Bier aus dem Ruhrgebiet. Hier, komm, Prost. Prost. Aus dem Ruhrgebiet? Ich muss aber eigentlich schon weiter. Ich sehe euch morgen. Ja, wir schauen mal. Habt ihr noch irgendwo eine Einladung? Steht alles drauf. Ich sehe euch morgen. Bleib wieder bis. Das ist gut. Hey, Dennis! Was machst du denn hier? Hey, Tina. Ja, Party und du so? Ach, du siehst so gelangweilt aus. Kommst du gleich in die Ruhe und tanzt mit mir? Ich schau mal, ja. Okay, bis später. Wer war das denn? Ey, chill mal, Alter, die ist voll billig. Die hatte fast jeder schon in meiner Stufe. Und warum du nicht? Vielleicht, weil ich ein Niveau hab? Ah,
jetzt hör mal auf mit deinen Ansprüchen. Die ist doch gut. Ja, gute Vögel vielleicht. Schieb doch mal keinen miesen, gönn dir mal. Wär ich du, würde ich's machen. Ja, aber du bist ja nicht ich. Genau. Und deswegen mache ich jetzt was Sinnvolles. Und helfe Tim. Was hörst du so für Musik? Alles, was bummst. Alles, was bummst. Ich leine mal kurz den Tim aus, okay? Wir haben uns gerade so schön über die alten Zeiten unterhalten. Stimmt's, Timmy? Ja, die alten Zeiten. Da kriegst du ihn ja auch zurück. Komm, Tim. Danke, Mann. Ah, sieht doch gut aus. Komm, wir hauen uns jetzt richtig den Kopf zu und dann feiern wir endlich. Ja, wurde aber auch Zeit, dass du das sagst. Zwei kurze, bitte. Okay, vier. Zwei. Bis der Tag erwacht, rockig durch Gestein in voller Pracht. Klimpern wie die Wogen durch die Nacht, wir klimpern wie die Uhren durch die Nacht. Nach uns Zeit und Raum, bis der Tag erwacht, rockig durch Gestein in voller Pracht. Klimpern wie die Wogen durch die Nacht. Momentan im Hotel. Noch besser. Das ist ja mal richtig edel. Was abgenommen? Sieht gut aus. Oh, du siehst auch mal groß aus. Aua, Scheiße, mein Bauch. Scheiß auf deinen Bauch. Wegen dir haben wir jetzt auch noch hier Hausverbot. Du solltest mir doch Rückendeckung geben. Alter, wie soll ich dir Rückendeckung geben, wenn du auf den Typen losgehst, während ich auf dem Klo bin? Keine Ahnung. Der Typ meinte, ich soll einen Freund nicht bumsen. Ja, das macht man auch nicht. Ach. Leck mich. Was? War nur Scherz. Entschuldigung. Was soll's? Ab ins Hotel. Dennis ist mit dieser Tine weg. Oh, fuck. Dennis hat die Schlüssel. Ich habe eine Zigarette gefunden. Sie ist auch ganz... Geil. Aber Dennis hat die Schlüssel. Ich muss schnell rauchen. Oh, Scheiße. Komm her. Ruf ihn an. Ja. Was ist? Alter, du hast den Schlüssel, wo bist du? Ich bin schon im Hotel. Alles klar, wir kommen jetzt. Ihr könnt jetzt nicht hier rein. Tine ist hier.
Du hast die Alte mit in unser Hotelzimmer geschleppt? Ja. Alter, bist du behindert? Ich dachte, das ist das Schlimmste. Randy, halt die Klappe. Die ist gerade im Bad und macht sich fertig und ich glaube, da läuft gleich was. Du glaubst, dass da was laufen könnte? Ist ja der Hammer. Hey, das ist jetzt fies, Mann. Versau mir das nicht, bitte. Du hast doch gesagt, ich soll mir eine klauen. Ja, aber damit meinte ich nicht, dass du sie in meinem Bett vögeln sollst. Alter, ich muss jetzt auflegen. Okay, du hast 20 Minuten, wir warten in der Lobby. Dann rufst du mich an. Und wenn was auf meiner Betthälfte ist, dann bringe ich dich um. Ich bin fertig. Okay. Oh. Und? Was sagst du? Ja, schon schön. Alter, ich hab keinen Bock hier rumzugammeln. Während die in deinem Bett. Los die Schnauze. Ich kenne sie nicht. Habe ich jetzt verstanden? Ich liebe dich. Nee, komm, du bist total betrunken. Das bist du doch auch. Ja, schon, aber... Oder nicht? Oder nicht so wie du. Liebst du mich, Eddie? Nicht mal ein klitzeklitzekleines bisschen? Ein klitzeklitzebüsschen? Nein, natürlich nicht. Liegst du an mir? Liegt an mir? Immer noch? Nein. Schon wieder? Nein, du, damals, wir beide, das war echt schön. Aber das ist lange her. Ich habe jetzt eine neue Freundin. Ja? Hab ich auf Facebook gelesen. Ja, dann weißt du es doch. Ey, sorry, aber das geht nicht. Ich mach sowas nicht.
Tut mir leid. Tut mir leid. Nimmst du mich dann wenigstens in den Arm? Ja, klar, komm her. Habt ihr ein Taxi bestellt? Ja! Ja! Was? Meine Freundin hier muss nach Hause. Sind wir jetzt auch zusammen? Nein! Meine gute Freundin, mit der ich nicht zusammen bin, muss jetzt nach Hause. Ja? Nein, ich will nach Hause! Doch, du musst. Wo sollst du denn hingehen? Am Straße 4. Da wohnst du doch noch, oder? Noch, oder? Ja, aber ziemlich wenig nach Hause. Du musst jetzt nach Hause. Aber nur wenn du mitkommst. Komm. Alles klar, dann rein hier. Okay. Ich komm mit. Ja. Du hast dein Handy verloren. Ich steck's ein. Ich steck's eben ein. Okay. Darf ich im Voraus bezahlen? Das wären so 15 Euro. Ich gebe Ihnen 50, aber auf dem Weg nicht anhalten, okay? Okay. Und Sie bringen die Dame auf jeden Fall nach Hause? Natürlich. Gut. Wo bist du? Kannst du mal ruhig sein? Komm! Ich mein's ernst. Mädchen. Was? Komm. Nein, nein, aber willst du nicht irgendwie ein bisschen Kleingeld für den Bus geben? Na gut. Entschuldigung, ich habe diese junge Dame auf dem Flur gefunden. Sie sagt, sie gehört zu Ihnen. Perdona, però non le comprendo. Ah, la chica. No, se, mi scusi. No. Tim? Mi chiamo Michele Corleone Sanchez Don Juan Pedro. Comprende?
Buenas noches. Arrivederci, Bella. Kann ich vielleicht heute noch bei dir schlafen? Ja, klar, komm mit. Ich hab dich auch lieb, Alter. Schlaf gut. Im Flur. Oh fuck! Wie spät ist es denn? Oh, Alter, ich hab immer noch eine Latte, ey. Dann hol dir doch auch was Kühles. Ja. Morgen, Freddy. Hi. Morgen. Ich habe mir gestern eine Pizza bestellt. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie geil von mir. Du isst das? Schmeckt derbe lecker. Oh ja. Dennis, was war das eigentlich für eine Nullnummer gestern? Halt die Klappe. Bei uns war es doch der Wahnsinn. Oh, Alter. Ah, ich hab schon gehört, dass ihr rausgeflogen seid. Wie toppen wir es heute noch? Bist du bescheuert? Ich glaube, mein Gehirn springt Trampolin in meinem Kopf. Oh. Naja, wer Feste feiert, naja, muss auch Feste feiern können. Oh. Freddy hat recht, Mann. Ich muss mich einfach mal ablenken. Heute soll es wenigstens noch mal so richtig krachen. Oh. Was machen wir heute? Ich hab da eine Idee. Lass uns später am Auto treffen. Ja, ja, geht schon mal vor. Ich fürchte, ich muss mir erstmal einen runterholen. Hast du Aspirin? Was? Nein, Mann. Ich würde gern zu Anna heute. Wer ist Anna? So eine aus der Schule. Hat heute Abschlussball in der Tanzschule. Und der hat mich halt gefragt, ob ich hinkomme. Ich glaube, ich mag sie. Nein, ich mag sie wirklich. Ja, dann fahren wir da heute hin. Echt jetzt? Ja, da musst du hin. Zuerst checken wir bei diesem Manni vorbei, den Matrosen hier. Ein paar neue Leute kennenlernen, so Bierchen trinken, die Lage abchecken, ne? Und dann ab zum Abschlussball. Abgemacht? Danke. Nicht dafür, jetzt komm. Fahr mal nächste rechts. Nächste rechts? Ja, hier. Fahr rein jetzt da. Ja, hier. Hier muss das sein. Ja, Müllerstraße. Hier, die Einladung. Nein, nein, das kann nicht stimmen. Doch, das muss hier sein. Guck doch mal, ist hier irgendwo ein Pool? Oh Mann, wir sind hier auf irgendeinem Bauernhof. Ja, sorry, Mann, dann fahr ich wieder raus. Ja, mach ich auch. Nimm deinen scheiß Kopf weg. Scheiße! Ja, warte mal, also hier ist jetzt die Müllerstraße, oder was ist das? Ja, aber das ist die falsche Straße. Ja, ich weiß das. Oh Mann, ey,
Wir sind wahrscheinlich schon wo ganz anders. Nein, das ist hier irgendwo. Jetzt guck doch mal hier. Sind das wir denn am Arsch der Welt oder was? Alter, hier steht Müllerstraße. Was beruhigt denn? Euch mal. Ja, ist okay. Also hier steht Müllerstraße. Dann ist es hier rechts irgendwo. Ja, dann muss es auf der rechten Seite sein, wo ich gerade gesagt habe, dass wir abbiegen müssen. Ich hab doch gesagt. Jetzt lies doch mal die Karte. Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Mach doch selber hier, ey. Ich muss doch fahren. Alter. Ja, Alter. Mann, ey. Bist du bescheuert? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Mann, ey. Ich glaube, da vorne links irgendwo. Ey, fahr ordentlich, Mann. Ich fahr ordentlich. Mann, ey. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Wir kommen voll zu spät. Was heißt zu spät? Ich wollte noch ein bisschen feiern gehen heute. Ja, pass auf einfach. Ja, ich pass auf. Oh, guck mal, ein Hase. Oh, Scheiße! Ich hasse solche doofen Dörfer. Entspann dich hier lang und such nach Nummer 23. Nee, sag mal, kommt das nicht irgendwie assi, wenn wir nichts mitbringen? Stand doch gar nichts auf der Einladung. Du meinst? Nee. Ey, komm schon. Er hat dir die Einladung zugesteckt. Ja, das hat er. Junge, na Kameraden, das ist ja doch nicht, dass ihr ein Anker wäre. Was? Na, dass ihr vorbeikommt. Ja, kein Ding. Ja, dann kommt das mal rein, nicht? So, immer geradeaus durch. Ich geh mal in die Kombüse. Gib mal ein Krabbrötchen. Nee, passt. Ich will erstmal den Kuchen sehen. Ich komme mit. Ja. Jungs, ich habe vergessen, Kipp zu holen. Schau doch welche. Sorry, hast du vielleicht was zu rauchen? Danke. Oh, geil. Alter, wo sind denn all die ganzen Bikini-Mädchen? Naja, ich glaube, die müssen sich erstmal warm trinken. Ja. Stell mich mal den Mädchen da hinten vor. Auch Bock? Nee, ich setz mich hier was. Okay, viel Glück. Hallo. Ich bin der Tim. Hi. Hi. Du siehst aus wie so ein Latino-Lover. Danke. Das war kein Kompliment. Ach so. Ja. Kommst du denn heute zum Ball? Ja. Jo, Alter, lass mal wieder reingehen. Was geht? Ach du meine Güte. Tim, komm mal mit. Sekunde. Tim! Das musst du dir ansehen. Wow, die Beute läuft ja jetzt. Nein, das meine ich nicht. Guck mal, Frederik. Was ist mit dir passiert? Was geht? Steht so dann nach krass. Was geht?
gegeben. Entspann dich, nur eine richtig chillige Sendung. Ja, was? Gras, Hayes, Doc, Ott. Ja. Was davon? Hey, Bro, das ist alles das Gleiche. Was wenn Matrix? Besser? Was? Und jetzt? Ich hab Hunger. Was meinst du, wie lange dauert das Ganze hier? Warte! Und jetzt? Ja, ja, viel, viel besser. Gut. Eine Stunde. Echt? Das wäre der Hammer. Warum mein Kopf sieht so viel besser aus? Nur zur Vorsicht. Ich hasse dich. Wieder ganz der Alte. Dann sag ich dir jetzt Bescheid, dass ich gleich da bin, ja? Du scheiß Wichser. Alter! Meinst du echt, das funktioniert? Jetzt kommt mal mit, wir werden nicht glauben, wer da ist. Hast du den Ofen überhaupt vorgeheizt? Sehe ich aus wie ein beschissener Koch oder was? Beschissen schon, aber nicht wie ein Koch. Das ist noch ewig, jetzt komm. Komm, Freddy. Guck mal da. Ist das nicht der Kofferträger aus dem Hotel? Ja. Ja, ne? Komm. Hey, du bist doch der Kofferträger aus dem Hotel. Ah, du bist doch der komische Spanier. Hä? Ach so, gestern. Nee, das war, weil dir das Mädel loswerden wollten. Aha. Danke übrigens. Das war der beste Arbeitstag meines Lebens. Ja? Ich hab die Alte noch richtig durchgeknallt. Ich geh noch was trinken. War gut. Ist ja nicht eben los. Deine Partneruniform ist lächerlich. Dachte ich auch immer. Aber sie wollte, dass ich die Weste anbehalte. Ey, leck mich doch! Deine Freundin? Die doch nicht. Wen haben wir denn da? Was willst du hier? Keine Party ohne uns! Seid ihr lächerlich! Was hast du gesagt, Danny Boy? Über deinem Niveau ist gerade eine Kellerwohnung frei geworden. Kellerwohnung? Süß. Hast du eben meinen Kumpel beleidigt? Ja. Was, Junge, Alter? So leicht kommt er mir nicht davon. Ey, was machen wir jetzt? Gib mir mal dein Handy. Ich brauche Ihre Hilfe. Hier im Escher wiegt seine Hausparty und jemand hat gerade eine Waffe gezogen. Kommen Sie schnell! Schnell! Viel Spaß noch damit. Scheiße! Das ist ja gerade nochmal gut gehört. Jetzt ist es doch genau wie vorher! Was ist denn los? Ich muss auf diesen Abschlussball und ich hab die Adresse nicht, die ist im Handy. So willst du auf einen Abschlussball gehen? Und so kommst du aber nicht rein. Wieso komm ich da nicht rein? In den Klamotten? Brauchst was Schickes. Nichts geht über Dortmund. Da, 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 da.
dir das rein, Alter. Ich brauch dein Hemd. Was? Dein Hemd. Nein, Ausschluss. Das ist meins. Ey, komm bitte, ich gebe dir 30 Euro. Das und dein Shirt, sonst hab ich ja nichts an. Okay. Das noch erleben muss. Da ist schon den ganzen Abend die Hölle los. Schreie, laute Musik, die totale Hölle. Okay. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Die Einsatzkräfte bereiten sich in diesen Momenten vor. Wir wissen derzeit nicht, ob es Verletzte oder sogar Tote gegeben hat. Schwedenburger Weg. Okay, Jungs, es geht los. Die Einsatzkräfte dringen in diesen Momenten ins Haus vor, wo die verzweifelten Teenager verängstigt auf ihre Rettung warten. Wir wissen nicht, wer der Schütze ist. Äußerste Vorsicht. Drei, zwei, eins, Zugriff. Zugriff! Zugriff! Polizei! Runter! Was? Dennis, komm mit! Natürlich kommt er! Ich komm gleich! Los, 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 los! Du heiliges Metern sind wir wieder auf der Straße, wo du geparkt hast. Na endlich. Wer soll eigentlich fahren? Ja, du. Seid ihr bescheuert? Ich hab Gras geraucht. Ach, scheiße. Na und? Das ist bestimmt schon 2 Stunden her. Ich will nicht meinen Führerschein verlieren. Ich brauch den noch in München. Ey, wir werden bestimmt nicht angehalten. Genau, wenn man das sagt, wird man angehalten. Und dann bin ich im Arsch. Ach, scheiße. Da müssen wir halt laufen. Wie weit? Paar Kilometer? Ja, schon ein bisschen mehr. Ich kann nicht laufen. Warum? Funktioniert doch super. Wenn wir jetzt laufen, bin ich frühestens in 3 Stunden an der Tanzschule. Was für eine Tanzschule? Ich muss zum Abschlussball von Anna. Klärt mich mal jemand auf? Ich habe ihm versprochen, dass wir da noch hinfahren. Ja! Ach so. Gut, dass ich der Fahrer bin und mir keiner sagt, dass ich noch fahren muss. Bitte, Mann. Ich muss dahin. Ich habe mir doch extra das Hemd von dem Typen geholt. Was soll ich machen? Tim hat getrunken, ich hab Gras geraucht und du hast nicht meinen verfickten Führerschein. Ja, aber vielleicht suchen wir einen, der uns fährt. Ja klar, wir sind hier am Arsch der Welt und du denkst, da kommt irgendwer aus dem Busch gesprungen und sagt, hey, darf ich euch fahren? Habt ihr das gehört? Was? Das. Ich will hier bald abgestochen werden. Ganz ruhig, das ist bestimmt nur ein Igel oder so. Wow! Oh mein Gott, ein Junkie! Scheiße, der hat mir fast die Hand gebrochen. Hör bloß weg! Ist der drauf? Nein! Ich hab gerade einen runtergeholt. Hab ich einen Knall gehört, mich erschrocken. Hab ich jetzt im Buschen runtergeknallt? Scheiße. Ich hab euch gehört, ich dachte, wir mir vielleicht aufhelfen. Mach jemand Feuer? Hey, ich warne dich! Ach, come on! Ich war auf dem Weg zu einer Party. Mannis Hausparty? Exactly. Ey, was jetzt? Sie auch? Komm von da. Polizei ist aufgetaucht. Scheiße, Mann, schon wieder ganz Spaß verpasst. Kannst du Auto fahren? Hey, was? Ja, aber ich habe keinen Wagen dabei. Wir schon. Kannst du uns fahren? Ja. So bescheuert, Mann. Hey, Mann, ich bin nüchtern. Ehrenwort.
Ist ja geil. Komm. Lass den doch nicht meinen Wagen fahren. Entspann dich. Ich glaube, ich kenne ihn irgendwoher. Ja, vom Behandlungsfoto vielleicht. Nein. Jetzt komm. Ich glaub's einfach nicht. Du bist doch versichert. Aber nicht gegen wichsende Penner. Du fährst langsam und vorsichtig. Schau mal, Mann. Don't smoke and drive. Wer es kommt, ein Kratzer rein. Dann zeige ich dich an. Ey, schlaut, Mann. Ups. Oh, wenn du ein Auto so lieb hast, warum schließt es dann nicht ab? Ach, du Scheiße. Nach euch, Ladies. Fuck, da ist einer drinnen. Ist okay, Mann? Nicht noch einer. Sind die wohl weg? Was zur Hölle machst du mit meinem Auto? Bist du dumm? Ich hab mich versteckt. War nicht abgeschlossen. Awesome. Gott. Warum versteckst du dich vor der Polizei? Hast du den Aufmarsch nicht gesehen? Ich und ein Kumpel. Wir haben im Wald Feuerwerk gemacht. Der Knall. Die waren nicht deswegen da, Mann. Oh. Naja, habt ihr meinen Kumpel dann vielleicht irgendwo gesehen? Wie sieht er aus? Klein, 14, so wie ich. Nee. Sau mal ab nach Hause. Wie denn? Der letzte Bus in die Stadt ist doch schon lange weg. Hey, du musst auch in die Stadt? Ja, wir doch auch. Dann fahren wir dich vorbei. Was? Nein! Wir sind doch kein Taxi. Hey, guck mal auf den Tacho. Wir können den Knirps noch nicht laufen lassen. Los jetzt! Mein Gott! Ladies! Nein. Ganz großes Kino. Oh. Scheiße, ist das eng, Mann! Au! Ey, mit Leder sitzen? Ja, mit Leder. Ich bin übrigens Tommy. Ist das so? Ja. Können wir jetzt mal losfahren? Ey, jetzt entspannt euch mal. Alles easy. Früher habe ich meine eigene Grunge-Band gehabt. Wir hießen Betonierte Rosenbeete. Ey, zu Hause habe ich noch ein Tape rumfliegen. Ach, schade, das habe ich jetzt nicht mehr dabei. Das könnte ich euch sonst vorspielen. Total schade. Ja. Spielst du immer noch Musik? Und willst du nicht anstellen oder so? Nö. Irgendwann wurden wir alle alt. Und dann haben wir uns getrennt. Ach, Scheiße. Früher dachten wir immer, wir würden immer Party machen. Frei sein. Alles egal sein. Ja, aber dann hat der Erste geheiratet, Kinder gekriegt. Ja, die anderen haben angefangen, in irgendwelchen Firmen zu arbeiten. Ey, Scheiße, all das, was wir nie wollten. Ja, und dann bin ich als Einziger übrig geblieben. Weißt du, du kannst den Grunge leben, aber alleine kann man keine Platten aufnehmen. Verstehst du? Ja, und jetzt? Jetzt arbeite ich selbst in so einem Supermarkt, ey. Ey, ich unbelievable, ey. Warte. Ich sag euch eins. Genießt die Zeit. Ey, die geht schnell vorbei. Ey, ich wusste es doch. Ja, Genius! Nein, du bist der Kassierer. Ja, jetzt spricht gerade der Grunge aus mir, der mit euch hier durch die Gegend fährt. Ja, klar. Wir haben gestern bei dir den ganzen Schnaps gekauft. Ja. Hey. Ja, stimmt. Ja, Alter. Scheiße, Mann. Dann kenn ich ja. Ey, Mann, was machst du da? Schrei mal nicht so rum, Mann. Mal nicht so rum, Mann, ey. Dir fehlt der Grunge. Scheiße. So. Jetzt sind wir gleich in der Stadt. Dennis, die Adresse. Nein, mein Handy ist ersoffen und überbacken worden. Ist nicht witzig. Nadine! Was ist mit Nadine? Warte. Boah, Tim, Mann! Ich hab gestern Abend ihr Handy eingesteckt. Ja, du zertrümmerst mein Becken, Alter. Warte doch mal. Oh. So. Kennt sie Anne? Ja, das kann ja sein. Ja, bestimmt. Das kann sein, ja. Warte. Was fahren wir? Ja, ich habe alles im Griff. Hier ist eine Anna Rehfeld. Ey, das ist die! Das gibt's nicht! Ach was. Ja, komm, gib her. Krass. Bist du bescheuert? Im Auto wird nicht geraucht. Hey, Scheiße, Mann, das war eine Zigarette, da war nichts drin.
Mann. Ich frag mal eben nach der Adresse. Ihr seid doch alle total langweilig. Frauen bringen doch eh nur Ärger und so. Kindermund tut Weisheit kund. Ich bin kein Kind. Werd erwachsen. Frauen sind wie Videospiele. Man muss sich durchleveln. Ey, scheiß Videospiele. Fahr ein bisschen ordentlicher. Ich fahr doch überhaupt nicht. Bremst ein bisschen früher. Wir fliegen, Mann! Ist ja gut, Mann. Ist ja gut. Ey, wir sind nicht angespannt, Mann. Ihr müsst euch alle mal entspannen, Jungs. Ich hab keine Lust zu sterben. Ich will nach Hause. Apropos sterben, mir fällt gerade noch was ein. Ich muss noch was erledigen. Das ist hier ganz in der Nähe. Ich fahr da kurz vorbei, okay? Hauptsache, du parkst. Right on. Wurden wir gerade geblitzt? So eine Scheiße! Mein Vater bringt mich um! Ja, so, jetzt passt mal auf, Jungs. Jetzt sag nicht, dass du hier was abholen willst. Das ist der Hammer. Oh ja, Baby. Ey, Alter, Tim, guck dir mal die an. Ah, die kenne ich gut. Die lohnt sich. Apfelarsch. Oh, Baby. So, bis gleich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was? Willst du jetzt nicht da rein und... What? Naja, du gehst doch jetzt nicht da rein und... Halt, was? Ich glaube, es geht darum, ob du vorhast, die Dienste einer Prostituierten in Anspruch zu nehmen. Ja. Haibo, ich muss nur kurz was erledigen. Bist du ein Dealer oder was? Nein! Obwohl, braucht ihr was? Nein. War nur ein Spaß. Aber im Ernst, ich kenne da wen, der kennt da wen. Nein, ehrlich. Ich meine ja nur. So, bis gleich, Ladies. Und habt nicht zu viel Spaß ohne mich. Und lasst mir die Frauen in Ruhe. Die machen nur ihren Job. Das ist eine Prostituierte. Das sind Frauen, die für Geld mit dir Zeit verbringen. Welcher Idiot bezahlt denn bitte für sowas Geld? Puh, das weiß man nicht. Das wirst du irgendwann verstehen. Ja. Na, wie geht's? Oh mein Gott, eine Nutte! Hey, das war nicht die feine englische Art. Hey, ich weiß doch nicht. Alter, Scheiße. Was war das denn? Hast du das gesehen? Der hat fast auf meinem Schoß gesessen. Ey, du bist so ein Assi. Was denn? Komm, lass mich jetzt raus. Was wird das denn jetzt? Ich will mich mit dir unterhalten. Sie war nein! Das ist voll eklig. Ey, du bist so oberflächlich. Lass mich raus. Warum? So oberflächlich. Lass mich doch erst mal rausschauen. Sorry. Boah, ich weiß auch nicht. Mach mir Angst irgendwie. Was hörst du so für Musik? Musik? Ja, Dubstep ganz gern, ne? Dubstep? Ja, kann man gut bei arbeiten auf jeden Fall, ne? Hat so einen gewissen Flow, finde ich. Ich geh mich auch mal um. Nein! Wieso, wann ist man schon mal hier? Du bleibst schön sitzen. Ist doch ein ganz normaler Job. So wie jeder andere auch. Verstehst du? Verstehe. Ja. Cool. Ich hasse die Leute, die nur hierher kommen, um blöde Handyfotos zu machen und die auf Facebook zu posten. Das ist blöd. Ja. Soll ich uns auf Facebook markieren, Mann? Was? Bist du bescheuert, Mann? Nein! Und wie lange dauert so ein Arbeitstag hier? Ja, kommt drauf an, früh oder spät. Habt ihr Stundenlohn? Ja, klar. Ja? Natürlich. Kommt drauf an. Was ist, wenn ich dir jetzt 30 Euro gebe und du meinen kleinen Kumpel da glücklich machst? Für 30 Euro? Ja, ich hab mehr nicht. Ja, dann werde ich mal gucken, was ich da will ich tun kann. Super. Na, hast du Bock? Nee, danke. Ach, dein Freund hat gesagt, dass du nur ein bisschen schüchtern bist. Und er hat schon für dich bezahlt. Hat er das? Ja. Du bist süß. Also geht das klar. Du bekommst den Studentenrabatt. Und nur ich entscheide, wer den bekommt. Danke, aber nee. Lass mal stecken. Ich meine, behalt das Geld, aber ich will nicht. Nicht, dass du nicht hübsch bist. Bist du nämlich total, aber das geht nicht. Ach, du hast eine Freundin.
Nee, aber... Du bist verliebt. Was? Ja, das sehe ich dir an. Aber keine Angst. Ich sag's nicht weiter. Und? Hast du es dir schon gesagt? Nee. Triffst du sie? Ja, da ist heute so ein Ball, da wollte ich hin und da ist sie halt auch. Oh, das ist toll. Da musst du unbedingt hingehen. Ich weiß nicht. Doch, ein Ball. Ich meine, das ist doch total romantisch. Das wird auf jeden Fall klappen. Und dann kommst du vorbei und du erzählst mir, wie es gelaufen ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine nette, naja... Nutte? Kennenlerne. Naja, die Leute reden ja auch nicht so viel mit uns, wenn sie hier sind. Go, 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 go! Come on, Danny, mach's gut. Ciao! Was ist los? Was ist los, Mann? Was ist passiert? Nein. Scheiße, Mann! Alter, was soll das denn? Hey, Andy, entspann dich! Komplikation aufgetaucht! Komplikation überwunden! Das nennst du überwunden? Was war da drinnen los? Und wo ist deine Hose? Don't wanna know, baby! Doch will ich! Ich nicht! Ich schon! Ich auch nicht! You just got overboard, boy! Jetzt hör dich auf wie dieser Englisch-Scheiße, Mann! Fuck! Kriegen wir jetzt alle Stress? Ach, Ivo, die werden sich schon nicht unser Nummernschild aufgeschrieben haben. Was denn doch? Ey, Mann, was ist mit dir eigentlich los? Come on, live a little! Da vorne! Oh, Scheiße! Fuck! Dennis? Ja, ich weiß. Du so, als ob du schläfst. Ganz ruhig jetzt, bitte. Und freundlich sein. Lächeln. Lächeln. Yes. Oh, Alter. Sorry. Was machst du? Lass Papa mal machen. Alter, du bist doch kein Mafiosi, oder? Ruhe jetzt, entspannt, Alter. Oh, Scheiße. Ich hab Gras geraucht. Ruhe jetzt. Red kein Mist. Ich weiß schon, wie man sowas regelt. Na? Hat euch Mutti heute wieder die gleichen Sachen rausgelegt? Oh, wir kommen alle in den Knast. Guten Abend. Darf ich fragen, warum Sie in Unterwäsche fahren? Ach, das ist der Grund, warum Ihr Kollege mich hier gerade rausgewunken hat. Scheiße. Jetzt hören Sie mal, für dumme Sprüche bin ich nicht zu haben und Idioten wie Sie stehlen unsere Zeit. Ja, wir können ja gleich für dich die Zeit zurückdrehen, Baby. Oh Gott. Gibt nichts Widerwärtigeres als Typen wie dich. Deine Laura? Bisschen jung, ne? Ja. So mag ich es am liebsten. Zurück zur Frage. Grund für den Aufzug? Mir ist warm. Führerschein und Fahrzeugpapiere. In deiner Hose? Die hast du im Schwimmbad vergessen. Ja, wir waren gerade schwimmen und da hat mir jemand meine Sachen geklaut. Ja, das stimmt. Aha. Das macht 40 Euro Strafe. Baby. So, und jetzt ab nach Hause. Aber sofort. Was war das? Kein Plan. Kofferraum auf. Da ist ein Junge drin. Oh, Scheiße. Hey, warte, warte! Oh, Scheiße! Steig auf den kleinen Fixer! Scheiße, ist das geil! Scheiße! Scheiße, mein Leben ist im Arsch! So tief drin! So tief drin! Oh nein! Alter, mein Leben! Fuck! Die Fresse! Halt nur die Fresse! Halt die Fresse! Ey, guck dir das mal an! Ja, dann muss oder so! Los! Was? Kurva, jetzt sag schon! Der Bus sitzt unterm Sitz! Unterm Sitz, verdammte Scheiße! Jetzt mach mal, Alter! Das sieht dir total an! Steck dir das Scheiße in die Nase! Das ist gegen Nasenblut. Jetzt mach schon! Mann. Fick auf dich, Mann! Halt die Klappe! Fick dich! Shit. Everybody shut the fuck up!
Scheiße, was geht ab? Wir sollten langsam mal tanken. Sag jetzt nicht, der Tank ist leer. Roter Bereich. Wie lange? Na, schon ein bisschen. Ey, Alter, wir können jetzt nicht liegen bleiben, bitte. Okay, ich nehme eine Abkürzung. Wow! Das nennt sich eine Abkürzung? Trust me, girls. I know the way. Ich dachte echt, wir schaffen das noch. Wir kriegen das schon hin. Ich will nichts hören, Mann! Alter, warum hast du das Ding immer noch in der Nase stecken? Ist halt so ein Ding gegen Nasenbluten. Nein, Mann! Ja, das liegt eindeutig am Tank. Ach wirklich? Wir sind dutzende Kilometer im roten Bereich der Tankanzeige, die lustig blinkt und sagt, wir sollten langsam mal tanken, der Sprit ist fast leer. Und dann denkst du nach Besichtigung des Motors, oh, es liegt am Tank. Ja. Dieser Mann ist ein Genie. Ich glaub's einfach nicht. Gott hat uns ein Genie geschenkt. Oh, verdammt! Wir könnten auch Sonnenblumen sammeln und daraus Öl machen. Damit kann man fahren. Ich glaub's einfach nicht. Hey Freddy, ich brauch dein Jackett. Ja, natürlich! Hier, nimm mein Jackett! Danke. Mit wem hast du telefoniert? Ich habe ein Taxi bestellt. Wir haben doch gar kein Geld doch, mehr. Doch, 30 Euro sind noch übrig. Und dann bestellst du ein Taxi? Wir hätten mit dem Geld Benzin fürs Auto holen können. Ey, das dauert Stunden, Mann. Ich muss zu diesem Abschlussball. Jetzt vergiss den scheiß Abschlussball. Was? Wir haben andere Probleme. Danke übrigens nochmal für den Jogginganzug. Wurde langsam echt ein bisschen frisch. Ja, du siehst auch wie Echo Fresh drin aus. Ja, geil. Weißt du was, Freddy? Leck mich einfach am Arsch, ja? Ich wollte nur diesen einen Gefallen haben. Warum sind wir denn hier, hä? Weil wir auf jeder gottverdammten Scheißparty auftauchen mussten. Aber was ich will, interessiert jemand wieder überhaupt keinen von euch. Jetzt komm mal wieder runter, Dennis. Wir wollten doch nur unser letztes Wochenende zusammen verbringen. Wie wir das früher immer gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt einfach nicht gerafft, was früher so besonders war. Es ging nicht darum, zu saufen und Party zu machen. Es war einfach geil, wie wir abgehangen haben. Es war geil, wie wir uns Geschichten über Mädchen erzählt haben, die wir toll finden. Oder was Enrico für ein blöder Wichser ist. Oder was sonst in der Welt noch so abgeht. Und jetzt? Jetzt reden wir nur noch darüber, was wir alles so Tolles vorhaben. Ich fahre in die Türkei. Ich studiere ein Jahr in Bayern. Geil. Was soll ich sagen? Ich hab mein scheiß Abitur schon wieder nicht bestanden und hab mich nicht mal getraut, es euch zu sagen. Geil. Wow, wir haben gefeiert. Also ich finde, dass wir keinen Grund haben zu feiern. Digga, es tut mir leid, Mann. Wir sind halt älter geworden. Und jetzt, was soll ich machen? Es ist halt nicht mehr so wie früher. Ich hab keine Ahnung, aber ich muss auf diesen Ball. Ich hoffe, ihr versteht das. Kommt ihr mit? Also ich bleib am Auto. Tim? Ja, ich lass Freddy hier nicht alleine. Ja, das nenne ich mal einen Freund. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist echt besser, wenn wir erstmal keine Freunde mehr sind. Viel Glück mit dem Auto. Toll! Toll, Dennis! Toll! Lass uns diesen Scheißwagen wieder fit machen. Wie denn? Sonnenblumen. Alter, was? Taxi für Schulz? Komm rein. Wohin? Tanzschule an der Parkbank. Okay. Alles klar.
So, da wären wir. Danke. Was kostet's? Ah, passt schon. Warum ruft jemand ein Taxi abends im Wald, um sich dann zu einer Tanzschule fahren zu lassen? Ich glaube, weil derjenige ein Idiot ist. Ja, ich verstehe. Schlechten Abend gehabt? Davon hatte ich einige. Kommen auch noch viele hinzu. Wenn ich meine Freundin nicht gehabt hätte, hätte ich an diesen Abend Sachen gemacht, die ich am nächsten Morgen sicher bereut hätte. In manchen Momenten kennen einen seine Freunde einfach besser als man sich selbst. Und ich denke, man sollte immer auf sein Herz hören. Mann, haben wir Abende durchgestanden. Das verbindet für immer, werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, was dir heute Abend widerfahren ist, aber alles wird gut. Naja, ich rede zu viel. Gute Nacht. Oder falls du noch was vorhast, viel Glück. Danke. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hoffe ich. Guten Abend. Guten Abend. Ich würde gerne auf den Ball. Das glaube ich nicht. Warum? So geht man nicht auf einen Ball. Aber warum nicht? Ich habe doch ein Jackett an und ein Hemd. Was ist daran verkehrt? Ach so, das Blut. Ja, sehen Sie, ich mache einfach die Jacke zu, okay? So. Ich fürchte, das reicht nicht. Männer mit blutdurchtränkten Hemden gewähren mir im Allgemeinen keinen Einlass. Ich muss da rein, bitte. Eine Freundin wollte, dass ich komme, das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass sie wollte, dass sie so kommen. Hören Sie, ein Junge hatte Nasenbluten und hat ihr Hemd versehentlich als Taschentuch benutzt, das sehe ich. Keine Chance? Keine Chance. War nur ein Test. Geh nach Hause, Junge. Vielleicht das nächste Mal. Nächstes. Wow. Du kannst doch gar nicht tanzen. Was machst du? Wolltest du Anna klar machen? Es ist jetzt sowieso egal, der Türsteher lässt mich eh nicht rein. Ach, sowas hält uns doch nicht auf. Wo kommt ihr überhaupt her? Ja, 50 Meter weiter war ein Hof. Tommy hat in der Scheune Sonnenblumenöl gefunden. Ich hätte es nicht gedacht, aber damit kann man tatsächlich fahren. Ja, und dann haben wir die Jungs nach Hause gebracht und zack sind wir hier. Ich hab's euch ja gleich gesagt. Ja. Oh, scheiße, bin ich schlau. Sag mal, bist du der beschissene Gandalf unter den vercrackten Supermarktkassierern? Ja. Yeah. So, wie kommen wir jetzt rein? Ja, lass mich mal machen. By the way, meint ihr, ich sollte mir im Bart wachsen müssen? Komm, ich zeig dir ein paar Schritte. Aber nicht von deiner komischen Choreo. Nein, ich habe einen Tanzkurs gemacht. Okay. Wir würden gerne rein. Auf keinen Fall. Hey, jetzt schieb mal hier keinen Miesen, okay? Hau ab! Oder ich hole die Polizei. Okay. Eins, zwei, drei, eins. Was lachst du? Eins, zwei, drei, eins. Die Augen. Ja, ist ein eins. Eins. Ich hab mein Möglichstes getan. Das gibt's doch nicht. Evolution and consciousness. Jetzt lassen wir uns bitte rein. Wir machen auch keinen Stress. Ich mach dir bereit. Heute abhole ich, ruf die Polizei. Das muss doch nicht sein. Jetzt hör mal zu, Mann. Ups.
Sorry for that. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Das glaubt uns keiner. Ich glaub's doch nicht mal. Und ich war live dabei. Hoppla. Das war ja der Hammer. War das mit Absicht? Was? Na klar, Mann. Das ist für mich, Alter. Genius, I know. Wow. Ah, so was war ich ja noch nie. Awesome. Toller Abend, nicht wahr? Hab ich selber organisiert. Selber, ja. Ja, ich weiß. Der DJ ist aus Mallorca, ja? Guter Freund von mir und meinem Vater. Habe ich schon erwähnt, dass das Ganze von meinem Vater finanziert wird? Da ist Anna. Ja, dann los. Komm, komm, komm. Okay. Wir brauchen bessere Musik. Ich mach das. Was? Ich kann das. Hey. Dennis, da bist du ja. Wie siehst du denn aus? Lange Geschichte. Ja, machst schon cool, ne? Danke. Ich wollte mal fragen, ob du so eine Durchsage machen könntest, so voice-over-mäßig. Wir hatten Geburtstag. Weiß ich nicht. War draußen, da brennt ein Audi. Naja, vielleicht sollte der Besitzer das mal wissen. Audi? Was für ein Audi? Audi halt, aber 2 Meter hohe Flammen. Geschmolzene Felgen. Ja, ist schon ziemlich krass. Scheiße, nicht schon wieder. Right on, baby. Willst du tanzen? Naja, mit Tanzen ist jetzt nicht so, ne? Siehst du die Typen da? Das sind meine Freunde. Das läuft immer noch nicht. Jetzt gibt's nur noch eins. Die Kriegerchoreo. Wie bitte? Komm schon, du kannst die Schritte. Mach einfach das, was ich mache. Nimmst du nicht übel, aber die Kriegerchoreo ist scheiße. Vertrau mir doch mal. Für Dennis. Komm, komm. Scheiße. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Die machen sich ja richtig lächerlich. Wie albern ist das denn? Sehen die nicht, wie peinlich das ist? Oder? Du wolltest ja nicht!
Jetzt? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du es heute noch schaffst. Ich auch nicht. Aber ich hab's dir versprochen. Das stimmt. Hier bin ich. Oh, cool, dass du mitgetanzt hast. Ich glaube, ich war gestern ein bisschen betrunken. Ja, ein bisschen. Entschuldige. Ich hab den ganzen Abend an dich gedacht. Naja, ich muss dir das jetzt irgendwie sagen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber es befinden sich hier Leute, die nicht hier hingehören. Gut, dass Sie da sind. Ach, wen haben wir denn da? Was soll das? Ah, da ist ja noch einer. Was? Das ist anders, als du denkst. Ach, was denke ich denn? Wie spannend. Leider haben wir dafür keine Zeit. Weg mit euch! Anna, ich hab dieses Wochenende vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut, ja. Ich weiß, das klingt jetzt komisch. Und wir kennen uns zwar nur aus dem Unterricht, aber du bist echt was Besonderes für mich. Ich hab keine Ahnung warum und ich hab keine Ahnung wieso, aber es konnte mich nichts aufhalten, hier hinzukommen. Und es wird mich auch jetzt nichts aufhalten. Das wollen wir ja nochmal sehen. Und ich kann eigentlich gar nicht tanzen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich hätte nie gedacht, was ich alles tun würde, um hier hinzukommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich anscheinend jetzt gleich verhaftet werde, aber eins habe ich gedacht. Anna, du bist das tollste Mädchen, das ich kenne. Ich hab dich verdammt gerne. Du bist so ein Lappen. Ja, ich weiß. Es hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Idiot. Weg hat sie! Los, mitkommen! Aber ich kann das erklären! Los! Fuck the police! Hey! Hey, ich kenne meine Rechte! Vergewaltigung! Was soll das? Hey, ich muss auch verhaftet werden! Was? Du bist immer noch total bescheuert, oder? Scheiß drauf. Ja, ja. Riechst du das? Hm? Gerechtigkeit. Hey! Hey, komm auch mit! Du bist ja auch noch der Letzte! Ja. Dann los! Danke. Hey. Abdullah? Was hast du wieder angestellt? Ach ja. Hey, kenn den. Hey, das hier bin ja ja ich. Manni! Hey, ja, ja, ich hab meine Arme da auf, Manni. Das gibt's ja gar nicht. Mein, hey, Manni! Haben sie dich gar nicht mit einkassiert, du Alter? Ich hab's nicht geschafft, tut mir leid. Du bist doch bestimmt beim Masturbieren wieder irgendwo eingeschlafen. Kennt sich das. Willkommen in der Familienpackung.
Seemanns Braut ist die See. Komm, sing mit mir. Seemanns Braut ist die See. Okay. Seemanns Braut ist die See. Nur mit ihr kann er frei sein. Nur mit ihr kann er frei sein. La 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 la. Seemanns Braut ist die See. Seemanns Braut ist die See. Freiheit! Ja. Jungs, ich muss mich noch bei euch entschuldigen, dass gestern im Wald, das war übertrieben. Schon okay. Ich glaube, wir haben das Wochenende sowieso ein bisschen übertrieben. Ja, das stimmt. Also ich fand's im Nachhinein richtig fett. Und die kleine Anzeige. Wer bist du und was hast du mit Frederik gemacht? Halt die Klappe! Hä? Ich werde euch echt vermissen. Du tust immer so, als wäre das das Ende der Welt. Ist doch wohl klar, dass wir das nächstes Jahr wiederholen. Und dann kommt ihr nach München, wo ohne Ende Studentinnen sind. Das wird richtig fett. Das ist ein Wort. Ja. Und jetzt beeil dich. Du kannst Anna doch nicht warten lassen. Du hast recht. Okay, wir sehen uns, Jungs. Hau rein, komm. Ey, Freddy, wir müssen doch noch dein Auto holen. Ja. Ach, fuck, das steht ja immer noch an der Tanzschule. Ja, dann los. Ja, da bin ich dabei. Oh, nee. Ich glaub's einfach nicht. Start to believe, my friend. Ey, Mann, ich finde das klasse, ein richtiger Roadtrip. Wir vier, young and wild. Ach, komm. Ey, lass mal abschieben, ey. Ich muss meine Hosen noch wieder kriegen. Ja, du siehst doch echt scheiße aus. Hat jemand meine Kippe oder was? Ey, Dennis, sag mal, wie ist eigentlich gelaufen mit der Kleinen?
time.